Kontinentalcups, also Einsätze in der zweiten Liga des Skispringens, sind derzeit wie hier in Klingenthal die sportliche Heimat von Martin Hamann. Darüber muss er sich anbieten, um im kommenden Winter Teil des deutschen Weltcup-Aufgebots zu sein. Ja, die Chancen stehen so gut, wie ich bereit bin, einen Einsatz zu geben, sage ich mal, dass ich bereit bin, die Kraft da zu investieren oder dass ich die Kraft habe. Und das ist sicherlich kein einfacher Weg, sonst könnte es jeder. An sich ist es wahrscheinlich möglich. Aber ich muss dafür sehr, sehr viel tun. Ja. Für Hamann wäre es ein Comeback, denn noch vor 2 Jahren war er festes Mitglied der A-Nationalmannschaft. Nach einem Leistungstief verlor er seinen Platz jedoch. Obwohl der 26-Jährige für die SG Nickelhütte Aue startet, trainiert er mittlerweile am Chiemsee. In Bad Endorf ist er Teil der Spitzenfördergruppe der Bundeswehr, findet optimale Trainingsbedingungen vor und profitiert von logistischen Vorteilen. Dann sind die Wettkämpfe immer relativ im Süden, beziehungsweise der Flughafen, wo wir immer starten, wenn wir wegfliegen, ist in München. Somit sind einfach die Wege dadurch viel, viel kürzer. Die Infrastruktur bietet mir dann halt einfach deutlich weniger Reisezeit. Eine Chance, sich vor dem Start der Wintersaison noch einmal gegen die Besten der Welt zu zeigen, könnte es noch geben. Wieder in Klingenthal, dann allerdings beim Sommer-Grand Prix-Finale, wenn Hamann denn vom Bundestrainer nominiert wird. Ich hoffe natürlich, dass ich hier vor heimischem Publikum noch mal springen darf. Es macht mir immer riesig Spaß. Mein bestes Weltcup-Ergebnis damals im Einzel habe ich hier erzielt. Also ich würde mich riesig freuen, wenn ich dabei bin. Ob Martin Hamann in der Vogtland-Arena am Start ist, können Sie verfolgen. Am kommenden Wochenende live bei Sport im Osten.